Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen in Bad Gandersheim, der Roswitha-Stadt im Westen des Harz. Ja, nicht schlecht. Gell? Wir haben hierher gefunden, weil wir auf dem Weg in Richtung Norden sind und von der A7 aus einen Übernachtungsplatz gesucht haben. Und er sagt, Leni, lass uns mal nach Bad Gandersheim fahren. Das ist richtig, weil ich weiß von einigen, dass sie schon hier waren und immer gesagt haben, Bad Gandersheim ist eine schöne Stadt. Und dann dachten wir uns, fahren wir mal hin. Genau, es war gestern Abend, da haben wir noch nicht viel gesehen. Da sind wir auf den Platz gekommen. Da war alles frei sozusagen. Und der Platz an sich, 20 Mobile. 20 Mobile passen drauf, ist einfach eine geschotterte Fläche. Es ist ein bisschen parzelliert, dass man sieht, wo man stehen und parken kann. Und das war es auch schon. Es sind Stromsäulen da, es ist eine Entsorgungsstation da. Alles, was man braucht, alles, was dazugehört. Es ist total ruhig gelegen an der Gande. Daher Bad Gandersheim, wie wir gelernt haben. Und man ist innerhalb von 5 Minuten in die sehr hübsche Altstadt gelaufen. Ja. Sehr schöne Fachwerkhäuschen, ein Kloster. Man kann, ich weiß nicht, durch wie viele Kurparks spazieren gehen. Es gibt noch innerhalb der Parks gibt es Seen, um die man rumwandeln und flanieren kann. Also schön. Heute nicht jetzt bei dem Wetter, aber da kann ja jetzt keiner was dafür. Genau, ein altes Rathaus, eine alte Kirche, die teilweise, fälschlicherweise haben wir gelesen, als Dom von Gandersheim bezeichnet wird, ist aber nicht so. Die Stiftskirche heißt sie, ne? Ja. Richtig. Und die St. Georgskirche ist gleich hier um die Ecke. Wie gesagt, die Gande ist gleich hier. Es gibt im Sommer wohl Domfestspiele. Die müssen auf dem Marktplatz direkt vor dem Dom stattfinden. Das stelle ich mir sehr schön vor. Das hat sehr viel Mittelalter-Flair hier. Ja, das älteste Haus ist von 1500 irgendwas. Weiß ich nicht mehr. Nee, doch 1400 irgendwas und die anderen daneben, die waren von 1500 irgendwas. Nach dem Stadtbrand also, wieder aufgebaut. Genau, also schon wirklich historisch alles. Ja. Und die Roswitha, das ist die erste Schriftstellerin, die erste Dichterin, die hier in der im Stiftskloster im 10. Jahrhundert gelebt hat. Das war die Roswitha. Die Roswitha. Genau, die Roswitha von Gandersheim. Ja. Deswegen die Roswitha-Stadt. Ja, man sieht es auch auf der Autobahn. Wir sind schon ja jetzt zigtausend Mal dran vorbeigefahren. Steht Roswitha-Stadt Bad Gandersheim und deshalb mussten wir jetzt einfach auch mal hier hin. Richtig. Zu sagen ist noch, der Platz kostet 7 Euro für 24 Stunden. Hätte ich jetzt fast vergessen. Parkscheinautomaten zu bezahlen mit Münzen, nicht vergessen. Entsorgung ist kostenlos für, wenn man hier war. Wenn man nur zum Entsorgen herfährt, bitte 1 Euro in den Automaten stecken. Ja, das kann man also auch. Frischwasser gegen Gebühr, Strom an der Säule gegen Gebühr. Ja. Fahrradfahren ist hier auch ganz groß. Man kann wunderbar Fahrrad fahren. Es gibt die unterschiedlichsten Radfahrstrecken. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber bei schönerem Wetter und ein bisschen Sonnenschein ist das wunderschön. Mit Sicherheit. Immer schön hier an der Gande lang. An der Gande lang. Wenn ihr auch mal hier seid, meldet euch einfach bei uns und schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Vielleicht seid ihr auch mal zu den Domfestspielen da. Das würde mich sehr interessieren, wie euch das gefällt. Und dann kommen wir vielleicht auch noch mal her. Genau. Im Sommer. Also. Dann sitzen wir draußen im Kurpark und essen Eis. Falls ihr uns da seht, einfach winken. Bis dahin. Tschüss.